Hallo ihr Lieben und willkommen zum Ganzkörper-Workout im Bayerischen Yachtclub. Felix und ich haben uns ein paar Übungen ausgedacht, die ihr zu Hause oder auch im Club nachmachen könnt. Aber bevor wir mit dem Training starten, lest euch doch bitte die Hinweise in der Beschreibung durch, damit ihr wirklich richtig trainieren könnt. Und wir starten mit dem Aufwärmen und danach kommen wir zum Krafttraining. Unsere erste Übung ist die weltbeste Dehnung. Wir sind im Ausfallschritt und öffnen einen Arm zum Knie hin, gehen danach in die Plank-Position und öffnen wieder zum Knie hin. Aufwärmen ist ganz wichtig, damit wir unseren Körper auf die bevorstehende Belastung vorbereiten können und uns nicht verletzen. Unsere zweite Übung ist der Toe-Touch. Wir starten im hohen Stütz und versuchen dann mit der Hand den diagonal liegenden Fuß zu berühren. Ganz wichtig, die Beine bleiben durchgestreckt. Eine meiner Lieblingsübungen ist das Buch, weil ich hierbei die Brust- und Rückenmuskulatur schön aufdehnen kann. Gerade für Segler ist das super wichtig, weil wir natürlich ganz viel mit der Schulter arbeiten und unsere Brust dann oftmals sehr verkürzt ist. Nehmt euch dazu wirklich Zeit, atmet auch 2, 3, 4 Sekunden in die Dehnung hinein, damit sie wirklich effektiv bleibt. Als letzte Übung, um ein bisschen unseren Puls noch nach oben zu bringen, haben wir die Sprünge zur Seite. Achtet hierbei wieder auf eine Rumpfspannung und dass die Knie schön stabil bleiben. So, und jetzt geht's los mit dem Krafttraining. Unsere erste Übung ist die Kniebeuge. Wir schieben mit den Füßen den Boden auseinander und schieben die Knie schön nach außen. Wir sehen es hier auch nochmal ganz schön. Am Ende der Bewegung spannen wir nochmal das Gesäß fester. Unsere zweite Übung ist der Ausfallschritt. Achtet hierbei auch wieder, dass die Knie schön stabil bleiben und nicht nach außen oder innen kippen. Wir sehen es auch nochmal gleich sehr schön in der Frontansicht. Die nächste Übung ist die Brücke. Hier arbeitet das Gesäß und der hintere Oberschenkel. Achtet hierbei bitte darauf, dass ihr kein Hohlkreuz habt. Für die Rumpfmuskulatur machen wir den Shoulder Tap. Dabei ist die Hüfte schön stabil, indem ihr den Unterbauch anspannt und dann tippt ihr abwechselnd auf die Schulter. Das könnt ihr natürlich noch ein bisschen schwieriger gestalten und euch vom Unterarmstütz in den Hohlstütz hocharbeiten. Dabei bleibt die Hüfte auch wieder schön stabil. Als nächste Übung haben wir das Klappmesser. Achtet hierbei wieder darauf, dass ihr kein Hohlkreuz bildet und der Bauch schön eingespannt. Für die seitliche Bauchmuskulatur machen wir einen Seitstütz, entweder auf dem Knie oder ganz klassisch. Wem das zu einfach sein sollte, kann es gern auch mal mit der Rotation probieren. Wichtig aber langsame Rotation mit sehr viel Spannung. Schneller ist nicht immer besser. Dann kommen wir zum Klassiker, der Liegestütz. Ganz wichtig bei der Liegestütz ist mir, dass die Arme eng am Körper bleiben. Wir sehen es auch gleich nochmal ganz schön. Die Arme sind eng am Körper und spreizen nicht ab. Ich nenne das immer Chicken Arm. Und wer merkt, für ihn wird es zu schwer und er spreizt die Arme ab, einfach mal auf den Knien weitermachen. So, für die ganz starken Jungs und Mädels unter uns, die können mal die Liegestützvariation probieren. Und als letzte Übung haben wir den Superman, zieht die Beine und Arme zusammen und klemmt ein Stück zwischen den Schulterblättern ein.
So, wir kommen zum Endspurt. High Knees und Burpees. Burpees sind natürlich hochintensiv. Wer möchte, darf auch gern den Burpee ohne Liegestütz probieren. Der ist mindestens genauso intensiv. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Trainieren. Lasst gern Kommentare und Feedback da und bis bald.